Hallo Kinder! Hallo Mädels! Hallo miteinander und grüß Gott! Also, was machen wir heute? Wir machen uns ganz locker warm. Danach, schaut, wir werden nichts Kickbox-technisch machen, sondern wir gehen heute ein bisschen in die Selbstverteidigung. Wir machen was auf dem Boden. Also, wenn ihr eine Matte habt oder ein weicher Teppich, das ist in Ordnung. Wir machen ein bisschen was auf dem Boden. Ein bisschen, nicht viel, ist ein bisschen heiß. Also von dem her ganz locker warm machen. Und wie gesagt, danach schnappt ihr euch eine Matte oder geht auf den Boden. Und ich zeige euch drei Varianten, wie man vom Boden aufsteht. Und drei Varianten, wie man auf dem Boden schlägt. Mit den Füßen. Hat was. Stimmt's? Also machen wir uns locker warm. Schade. Oh, jetzt gehen wir weg. Dann haben wir das Laufen gehabt. Zack. Jetzt gehen wir weg da. Ah, wir fangen dann mit den Schultern. Ja, wir kreisen mal die Schultern ganz locker. Schulter kreisen. Ihr seht, ich bin allein. Dann ist er nicht so nervös. Und mal abwechselnd. Ich habe auch meine Socken an. Ich glaube, jetzt ziehe meine Socken aus. Meine Hand. So, wir machen uns mal auf und gehen mal mit der Hüfte ein bisschen tief im Squat. Dann schieben wir nur die Hüfte. Ja? Nur die Hüfte. Und sagen, dass ich auch noch da bin. Noch vier, noch drei, noch zwei. Und wir lösen und wir gehen. Runter und hoch. Runter und hoch. Runter und hoch. Ich ziehe meine Socken aus. Runter und hoch. Runter und hoch. Runter und hoch. Acht noch. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und mal bleiben und mal kurz die Pushes. Ganz kurze Pushes, damit die Beine ein bisschen warm werden. Vier noch, drei noch, zwei noch und mal halten. Einfach halten, auseinanderdrücken kurz. Wir gehen hoch, wir gehen mal bei euch, ist es links, bei mir ist es rechts. Und mal kurze Pushes. Acht, sieben, 6, 5, 4, 3, 2 und wir wechseln. Hopp, mal halten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und halten. Kurz nochmal und locker machen. Und Jumping Jacks. Und los geht's. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, passt auf, 4, 3, 2, passt auf und hopp, 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 hopp und hopp, hopp, runter, runter und oben, oben, unten, unten, oben, oben, unten, unten, noch 4, ab, ab, noch 3, ab, ab, noch 2, ab, ab und letzte Mal. Ab, ab und locker. Bleibt in Bewegung. Ganz locker atmen. Noch vier, noch drei, schon her. Zwei und nur den Frontkick. Und hopp. 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 Immer das gleiche Bein. Bei euch muss es das rechte sein, bei mir ist es das linke. Kick. Kick, was gerne noch? Kick. Ich weiß, dass ich auch noch da bin. Vier noch gerne, schau da. Hi. Drei. Zwei. Und wir wechseln das Ganze. Und Kick. Kick, lass die Deckung oben. Schön geschnappt. Kick. 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 Lockeres Warm-up. Noch vier. Drei, aufpassen. Zwei und wir wechseln das Ganze und Ex. Hopp. Hopp. Im Wechsel. Hopp. Schöne Ex-Kick. Hopp. 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 Acht noch. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und bleibt in Bewegung.
bevor wir natürlich auf den Boden gehen, müssen wir schon ein bisschen Warm-up machen und uns ein bisschen bewegen. Ich stehe in meiner Auslage, ihr steht in eurer Auslage. Bereit, Deck oben, nur Lock and Jab und Jab. Boom. Jab. Boom. Jab. Boom. Jab. Boom. Bleibt in Bewegung. Und wenn ich sage Jab, geht er vor und wieder zurück. Bereit, Jab. Boom. Jab. Boom. Jab. Boom. Deckung halten. Schöne Boxer-Jump. Jetzt. Und Jab. Boom. Jab. Und immer die Deckung wechseln. Jab. Jab. Nur vier Stück. Bleibt in Bewegung. Jab. Bewegung. Jab. Bewegung. Immer bewegen. Wird doch mein Kommando. Jab. Und nochmal. Jab. Und bleibt in Bewegung. In der Auslage. Schau her. Bleibt in Bewegung. Schaut mir her, wir gehen mit dem Jab vor, wir gehen mit der Geraden vor und gehen dann wieder zurück. Zwei Schritte zurück. Vor, vor und zweimal zurück. Also eins, zwei, eins, zwei. Aber das in Bewegung. Bleibt die Bewegung. Noch vier, drei, zwei, Deckung und los geht's. Jab, gerade, zurück, zurück, Bewegung. Jab, gerade, zurück, zurück. Jab, gerade. Zurück, zurück. Jab, vor, gerade. Zurück, zurück. Jab, vor, gerade. Zurück, zurück. Vier Stück noch. Jab, gerade. Zurück, zurück. Jab, gerade. Zurück, zurück. Und den Boxer-Jump. Dann auf mein Kommando. Jab, gerade. Zurück, zurück. Letzte Mal. Jab, gerade, zurück, zurück. Und bleibt in Bewegung, bleibt in Bewegung. Immer noch im Warm-up. Machen wir noch einen Kick dazu? Ja, machen wir einen Kick dazu. Bleibt in Bewegung, steh erstmal langsam. Schau her. Wir gehen rein mit dem Jab, wir gehen rein mit den Geraden. Jetzt pass auf. Das Vorderbein, Hinterbein schließt an. Ex-Kick, hopp. Zurück, zurück. Nochmal Jab. Gerade, hinteres Bein ran, Ex-Kick, zurück. Zurück, zurück, zwei Schritte zurück. Haben wir es? Warm-up, bereit, bewegen, auf mein Kommando. Jab, boom, gerade, boom, Ex-Kick, boom. Zurück, zurück. Jab, gerade, Ex-Kick, zurück, zurück. Jab, gerade, Ex-Kick, zurück, zurück. Jab. Gerade, Ex-Kick, zurück, noch vier Stück. Jab, gerade, Ex-Kick, zurück, zurück. Jab, gerade, Ex-Kick, noch zwei Stück, zurück, zurück. Jab, gerade, Ex-Kick, zurück, zurück. Jab, gerade, Ex-Kick und bewegen. Seid ihr warm? Noch vier, noch drei, noch zwei und mal locker machen, locker machen. So, habe ich euch gesagt, vielleicht haben wir es heute von der Zeit nicht erreicht. Wenn man es heute von der Zeit nicht ganz hinbringt, dann machen wir das das nächste Mal als zweites. Jetzt heute ist es so, jetzt lernen wir mal aufzustehen, wenn uns jemand geschuckt hat auf dem Boden. Wie man richtig aufsteht. Ganz einfach. Mal schauen. Variante 1. Nach vorne weg. Schau, wir fallen auf den Boden. Das erste, was wir machen. Die Ausgangsposition ist, wir sind auf dem Boden. Ein Fuß ist hoch. Ein Fuß ist angewinkelt. Also, ein Bein ist angewinkelt. Einer ist hoch. Von der Seite. Schaut her. So sieht das aus. Die Deckung ist hier. Der Oberkörper ist weg vom Boden. Wir sind hier. Ja? Wir sind gefallen. Hier ist der, wo er uns gedreht hat oder geschmissen hat. Und wir wollen schnell aufstehen. Nochmal hier. Und schaut. Nochmal hier. Habt ihr die Ausgangsposition? Okay. Das erste, was wir machen, wir stehen nach vorne auf.
von hier, das ist die Bewegung. Schaute, von hier, wir gehen. Einmal hier, Deckung hoch und wieder zurück. Schaut auf die Seite. Von hier, wir sind hier, wir gehen. Deckung ist zu, hoch und wieder ab. Und nochmal. Hoch und wieder ab. Und nochmal. Wir gehen hoch und wieder ab. Schaut nochmal. Von hier, wir sind hier. Wir gehen hoch und wieder ab. Ja? Und das wiederholen wir jetzt x-mal. Schaut her. Ausgangsposition, geht alle in die Ausgangsposition. Hier ist die Ausgangsposition, wir sind gefallen. Wir gehen 1, hopp, und wieder zurück. 2, hopp, und wieder zurück. Ausgesetzt. 3, hopp, und wieder zurück. 4, hopp, und wieder zurück. 5, hopp, und wieder zurück. 6, hopp, und wieder zurück. 7, hopp, und wieder zurück. Und 8, hopp, und wieder zurück. Und 9, hopp, und wieder zurück. Und das letzte Mal, 10, hopp, und wieder zurück. Habt ihr das? Das machen wir jetzt natürlich auf die andere Seite auch. Jetzt war ja so, dass das rechte Bein oben ist. Das geht natürlich auf der linken Seite auch. Jetzt mal angenommen, wir haben verletztes Bein, wir gehen mit dem vor. Ausgangsposition ist genau gleich hier. Ja, und wir gehen hoch. Ja, seht ihr, für mich auch schwierig. Von hier hoch und wieder hoch und wieder zurück. Wir gehen mit dem nach vorne, das knickt ein. Hochdrücken und wieder zurück. Und, Entschuldigung, von hier hoch und wieder zurück. Und hoch und wieder zurück. Noch 4 Stück. Und hoch und wieder zurück. Noch 3 und hoch und wieder zurück. Noch 2 und hoch und wieder zurück. Letzte Mal. Hoch und wieder zurück. Mal kurz ausschütteln. Ich weiß gar nicht, was mit dem Standbild da los ist. Eigentlich habe ich gemacht, nochmal. So, schau dir. Jetzt sind wir ja erstmal hoch. Jetzt sind wir nur nicht aufgestanden. Jetzt stehen wir mal auf. Wie gesagt, wir fallen, wir gehen nach vorne. Wir gehen nach vorne wieder hoch. Ausgangsposition ist die. Wir gehen hoch. 1. Und zurück. Und wieder runter. Wir sind von hier, wir gehen hoch mit der Deckung, Hände sind raus und wieder zurück. Hier, Ausgangsposition, hoch, zurück und in die Ausgangslage zurück. Danach gehen wir in unsere starke Seite wieder nach vorne. Ne? Nochmal. Wir sind von hier, wir gehen hoch, stehen auf. Zurück, zurück. Jeder 4 Stück. Und los geht's. Aufstehen. Auf. Zurück, zurück. Wieder runter. Wir sind wieder hier. Wir gehen hoch. Hoch. Zurück, zurück. Hey, lass mich mal in Ruhe. 2 Stück noch. Von hier. Wir gehen hoch. Hoch. Zurück, zurück. Einer noch. Von hier, wir sind geschmissen worden. Wir gehen hoch, hoch, zurück, zurück. Okay? Ja, haben wir das? Haben wir das? Das ist, wenn wir nach vorne wieder aufstehen. Ja? Gut, jetzt machen wir das alles. Aufstehen, ja. Nach hinten. Nach hinten. Schaut her. Ausgangsposition ist auch wieder. Wir sind geschmissen worden. Von hier. Wir sind hier. Wir
Wir gehen hoch, nach hinten weg, ohne die Ausgangsposition. Nochmal, von hier, wir gehen hoch, der Arm stützt ab. Oh, falsch, nach Seite geht man ab. Zur Seite und wieder zurück. Entschuldigung, nicht nach hinten weg, sondern seitlich weg. Nochmal. Von hier, wir strecken das Bein, bringen uns hoch, das vordere Bein geht zur Seite weg und wir gehen wieder zurück. Nochmal, 8 Stück. Schaut hier, 8 Stück. Von hier, Bein lang machen, hinten abstützen, aufnehmen, Hand lang machen, zurück. Noch 7, wieder hier, Bein strecken, hochkommen, seitlich, zurück, noch 6, hoch, abstützen, zurück, zurück, noch 5, ich sehe das genau, hoch, abstützen, zurück, zurück. Nach vorne ist halt einfacher. Ja, ja, schon, weil vorne das vordere Standbein, ich sage da was dazu, was das Bein macht, okay? Noch 4 Stück, ich zeige dann, warum wir das Bein strecken. Noch 2 Stück gemeinsam, komm, machen wir 2 Stück gemeinsam. Das Bein ist gestreckt, wir sind hier, hier ist das Bein, wir strecken das Bein. Wir haben die Hand hier, wir stützen uns ab, gehen schräg nach hinten und weg. Einmal noch gemeinsam, wer schreibt? Einmal noch gemeinsam, schau her. Wir sind gefallen, wir haben Kontrolle, wir gucken, was passiert. Die Hände sind hier in der Deckung. Wir machen das Bein lang, gehen jetzt hoch, hoch, zurück, zurück, zurück. So. Was machen wir mit dem Bein? Warum strecken wir das? Warum gehen wir jetzt nicht nach vorne? Schaut her. Damit dann, wenn jemand euch fragt, was macht ihr da? Wenn ihr nach vorne geht und der, der euch geschubst hat, kommt wieder und ihr seid schon im Stand, dann geht ihr auf ihn zu. Ja? So, wenn ich hier noch bin und der kommt wieder auf euch zu, könnt ihr hier euch wieder zurücklegen und sagen, hey, bleib mal weg, ohne dass es euch wehtut. Ja? Ihr könnt ja hier dann auch treten, aber das ist ein anderes Thema. Ja? So, wenn ihr hier seid. Ne? Wenn er nach vorne weggeht, wenn er nach hinten weggeht, ihr seid jetzt am Telefon, der mich geschuckt hat, und ich falle und ich bin hier, und wenn ich das Bein jetzt strecke und den Hand strecke, dann halte ich mir den auf Abstand. Hm? Mein Fuß und meine Hand halten ihn auf Abstand. Ich halte ihn immer noch auf Abstand und schaue auf ihn, ob er nochmal kommt und kann nach hinten weggehen. Das ist der Grund, warum wir das Bein strecken, wenn wir zur Seite weggehen. Also, wir sind einmal nach vorne und einmal zur Seite. So, jetzt schaut ihr, von hier, jetzt gehen wir nach hinten weg. Jetzt ist das Bein wieder hier. Ja? Jetzt setzen wir das Bein ab, gehen hoch und bringen das Bein nach hinten. Normal. Ich hoffe, ich mache es jetzt richtig. Ab. Absetzen, nach hinten weg. Muss ich gerade mal spiegeln. Warte mal kurz, mein Zettel. Warte mal ganz kurz auf meinen Zettel. Kleiner Moment, kleiner Moment, kleiner Moment. Ja, etwas was Falsches zeigt, das wäre dann unprofessionell. Unprofessionell, kleiner Moment. Das ist es. Kleiner Moment, bin gleich dabei. Hup. Okay, das haben wir gehabt. Wo ist das andere? Ja genau, stimmt. Stimmt doch, habe ich doch richtig gesagt. Also, schau her. Wir sind hier, Entschuldigung, wir sind hier. Wir gehen jetzt hoch, stützen uns ab, das Bein geht hinten weg. Ja? Nochmal. Von hier hochkommen, wie beim einen, aufstützen und nach hinten weg. Ja, nochmal. Das Bein, das hoch ist, der Fuß des Beines hoch ist, geht jetzt nach unten
Und das linke Bein geht nach hinten. Ja? Also von hier hoch und nach hinten weg. Normal. Ich hoffe, es machen alle. Normal. Von hier. Wir gehen hoch, setzen das Bein ab, gehen nach hinten weg. Hopp. Noch 3 Minuten hast weg. Du. Ja? Okay. Heute ist ein bisschen durcheinander. Also, wir sind einmal nach. Sie sagt, noch 3 Minuten habe ich. Also werden wir das Schlagen auf dem Boden, wie man nach vorne schlägt, nach hinten zur Seite, werden wir das nächste Mal machen. Dann fangen wir aber nochmal an, gleich mit dem Aufstehen. Schaut nochmal, ganz kurz, einmal von hier, wir sind gefallen. Wir gehen nach vorne, gehen, gehen. Ja? Das andere war, wir sind hier, wir lassen das Bein stehen, gehen nach hinten weg. Das heißt zur Seite weg. Und das andere ist, wir gehen vor, bringen das Bein hoch, bringen das Bein nach hinten und gehen nach hinten weg. Das war es eigentlich für heute für ein Kindertraining. Ja, es war nicht anstrengend, aber probiert es mal, weil sobald ihr wieder Schule anfängt, kommt vielleicht auch der Moment, in dem ich uns einmal schmeiße und wir auf den Boden fallen oder so. Von dem her wissen wir uns schon mal, wie wir aufstehen. Wenn ich das nächste Mal zeige, wie man schlägt auf dem Boden und wie man sich bewegt auf dem Boden. Wenn jemand schubt und er will an seine Seite kommen und will praktisch auf uns drauf sitzen, so dass wir uns so bewegen, dass wir das nicht zulassen. Ja? Und das eigentlich machen wir auch im Kinderkraftmagar. Im Kinderkickboxen normalerweise gehört das Selbstverteidigungspart auch dazu, also von dem her passt es auch. Dann noch werden wir ja irgendwann mit dem Kraftmagar, mit dem Kinderkraftmagar sind wir ja jetzt schon dabei, werden wir dann zu den Young Warriors gehen, aber dazu erzähle ich euch noch was. Ja? In diesem Sinne schalte ich jetzt mal ab. Ich sage Dankeschön für die, wo dabei waren und ich weiß gar nicht, warum das Ding abschaltet. Warte mal kurz, ich muss meine Frau rufen. Ich wünsche euch schon mal was, ich rufe sie mal. Bis nachher, ciao!